Stefan van Breil, Landschreiber von Derek. Punkt! Maria im Lichterschein will hier verehret sein. 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 Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Maria im Lichterschein will hier verehrt sein. Maria im Lichterschein will hier verehrt sein. Maria im Lichterschein will hier verehrt sein. Maria im Lichterschein. Fürstenpaar, Herzog Wilhelm aus dem Hause Pfalz-Neuburg und seine Gemahlin Elisabeth Amalie Magdalena stiftete im Jahre 1677 die Kapelle Maria Einsiedel. Ein Kloster entsteht und die Wallfahrt zur schwarzen Mutter Gottes von Benrath beginnt. Gleichzeitig aber blüht die reformierte Gemeinde auf, mit ihrem Mittelpunkt damals in Odenbach. Die Kurfürstin Elisabeth Amalie hing sehr an ihrer Stiftung. Doch auch eine toskanische Prinzessin, Anna Maria Luisa Medici, die zweite Gemahlin Jan Wellems, war begeistert von Benrath. Und schon bald sollte Neues entstehen. Ça fait 4 ans que je remplace Nicolas. Oh, pardon, diese Muttersprache. Nun bin ich schon 4 Jahre hier in Benrath und versuche für Nicolas die Stellung zu halten. Ah, Sie wissen nicht, wer ich bin. Enseigne Pigage. Herr, noch mal dieser eure Kasten. Immer klemmtet Fenster.
Mein Gott, das gibt's doch ja nicht. Mir ist doch sonst nicht so unbeläufig. Na, nun kieken Sie doch nicht so blöde. Haben Sie noch nie den Dienstmarkt über Tari gesehen? Nee? Na gut, Sie haben recht. Das ist doch nicht so einfach möglich. Bei unseren Dienstzeiten nur einen Abend kriegt unser Eins frei in der Woche. Aber ich muss schon sagen, seitdem wir hier in eine preußische Kolonie gezogen sind, kann man auf den Abend eigentlich auch ganz verzichten. Und der P4-Kopf, ich meine, Düsseldorf ist ja schon nett. Aber diese Pennrad, hier sahen sich doch wirklich Fuchs und Hase gute Nacht. Der olle Karl Theodor, der das Schloss hier gebaut haben soll, der war selber ja gar nicht da. Und denn, der Napoleon, der hat auch nur ein einziges Mal hier vorbeigekriegt. Elisabeth von Ardenne pflegte eine enge Beziehung zu den Künstlern. Eine viel zu enge. Und das endete mit einem Pistolenknall, der ganz Berlin über den Sinn oder Unsinn von Duellen nachdenken ließ. Den Düsseldorfer Gazetten war der Skandal, der dem hiesigen Amtsrichter Emil Ferdinand Hartwig das Leben kostete, nur eine verschämte Randnotiz wert. Theodor Fontane dagegen ließ sich von diesem Ereignis zu dem Roman Effi Briest inspirieren. Hören wir nun, wie Fontane wohl geschrieben hätte, wenn ihm Benrath bekannt gewesen wäre. Ein kleiner enges Freundeskreis, den die Liebe zur Kunst vereinte. Da war es ganz natürlich, dass man sich fast täglich sah. Wir ritten über Land, gingen im Frühling durch den Wald von blühenden Obstbäumen, ruhten unter Weiden und Pappeln, dichteten und malten und vergaßen dabei fast die Zeit. Ich kann es mir nicht denken, dass der gute Innstetten von solcherlei Kurzweil angetan gewesen ist. Nun ja, er konnte dem Theater und der Malerei wahrhaftig wenig abgewinnen. Aber auch ihm war Crampas ein werter Freund, mit dem er durch die weitläufigen Wälder ritt. Beide vermissen wir seine Gesellschaft sehr. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mein lieber Zwicker vermisste auch immer seine treuen Kameraden. Aber wie ich sehe, meine liebe Frau von Innstetten, so artig sie sonst ist, sie hört nur noch mit halbem Ohre zu. Natürlich, der Postbote hat sich drüben blicken gelassen. Da fliegt denn das Herz hinüber und holt die Liebesworte aus dem Blick hinaus. Was ist denn schon geschehen? Ich habe die Sehnsucht in der lieben Effi erfüllt, die der trockenen wie die Töchterfliege nicht erfüllen kann. Ich bin gekränkt, schändlich hintergangen, aber trotzdem, ich bin ohne jedes Gefühl von Hass und Rache. Ich liebe meine Frau. Ja, es ist seltsam zu sagen, ich liebe sie noch und so furchtbar ich alles finde, was geschehen. Ich bin so sehr in ihrem Bann ihrer Liebenswürdigkeit, ihres ihr eigenen heiteren Charmes, dass ich gerne verzeihen möchte. Nun denn, dann werde ich auch diesen Verschub huldigen müssen. Doch ich werde auf jeden Fall daneben schießen. Gar zu lächerlich ist das Ganze. Mal schauen, wie sich der alte Prinzipienreiter verhält. Doch man ist nicht bloß ein einzelner Mensch. Man gehört dem Ganzen an. Und das uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas sage ich nach Scham und nicht nach Liebe. Ich habe keine Wahl. Ich muss meine Ehre verteidigen und meine Rivale vernichten. Nun denn, der Prinzipienreiter hat scharf geschossen. Trotzdem bereue ich nichts. Die Nächte im Benrath mit dieser schönen, blassen Frau, mit ihren wundersamen Rätselaugen und der silberhellen Stimme, mit unserer Herrin, wie wir sie nannten, wie sie genannt werden wollte, sind durch nichts zu hoch bezahlt. Selbst jetzt noch reicht mir die Zauberin ihre schmale Hand und reicht mir einen funkelnden Pokal mit Würzchen. Und das ist mehr, als du von dir behaupten kannst. Und nun deine Zukunft, liebe Effi. Du wirst dich auf dich selbst stellen müssen und darfst dabei, soweit äußere Mittel mitsprechen, unserer Unterstützung sicher sein. Du wirst am besten in Berlin leben, in einer großen Stadt von